Weiter geht es, meine Damen und Herren, und zwar feucht und fröhlich hier mit dem flosigen Survival-Adventure auf hoher, hoher See. Mein Name ist Leon D'Agabo und ich begrüße Sie hier zu Raft. Lasst uns loslegen. Wir haben wie immer viel, viel zu tun. Wir machen uns so langsam. Es ist immer noch ein harter Kampf. Wir sind weit davon entfernt, hier eine schwimmende Festung zu haben. Aber wir machen uns. Schritt für Schritt. Stufe für Stufe. Und als allererstes brauche ich einen Speer. So geht's schon mal los. Ein Speer, damit ich den ollen Hai abwehren kann. Planken. Wir brauchen Planken. Jetzt! Das Fass, das ist super wichtig. Elementar. Essentiell. Und wir müssen essen. Haben wir noch einen Fisch? Nee, haben wir nicht, leider. Schade. Vielleicht können wir die irgendwann auch automatisch fangen. Das wäre super. Holzspeer. Ja, danke sehr. Mann, was für eine schwere Geburt mal wieder. Und Netze. Netze sind echt wichtig. Netze sind verdammt wichtig. Wir brauchen Netze, jede Menge. Und schon wieder zieht der Tag an uns vorbei. Die Sonne geht unter. Hier auf hoher See. Wer hätte das gedacht? Das geht schneller, als man denkt. Fass! Michael Fassbender. Er ist es wieder und er bringt uns viele tolle Sachen mit. Oh, damn. Oh, verflucht. Das war knapp. Und unser Haken ist wieder im Eimer. Wir brauchen bald den Schrotthaken. Ich glaube, den habe ich schon gelernt. Nee, sonst würde er mir angezeigt werden. Ich habe ihn noch nicht gelernt. Uns fehlt was. Uns fehlt was ganz Bestimmtes. Da ist er. Und zwar brauchen wir einen Bolzen. Ja, wahrscheinlich über die Fässer, weil anders kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich hoffe, dass die Sachen hier nie kaputt gehen. Das ist eine Insel! Eine Insel! Lukas, guck! Mensch, Lukas, jetzt guck doch mal, eine Insel! Das nächste Netz brauchen wir auch. Seil und Nägel. Nägel kann ich herstellen. Jetzt Seile. Also jede Menge Blätter brauchen wir. Dann entkommt uns kein Treibgut mehr. Stopp, vorsichtig. Ah, das wird nichts. Wir müssen noch härter das Segel einschlagen. Wenn wir jetzt ein Paddel hätten, dann könnten wir jetzt darüber. Da sind jede Menge Blätter. Die brauchen wir. Und vielleicht ein paar Kokosnüsse. Paddel? No way. No way. No way. Die nächste Insel. Oh doch, wir kommen näher. Komm näher. Komm näher. Darauf ein Schluck Süßwasser. Ist das wirklich so einfach? Einfach Salzwasser abkochen und dann hat man Süßwasser? Ah ne, er kondensiert es ja über das Blatt. Ah, jetzt, ja doch, das macht Sinn. Das funktioniert tatsächlich. Ob es so einfach dann wieder ist, also das Prinzip, sagen wir jetzt mal, haut hin. Das Prinzip haut hin. Planken haben wir. Ich könnte was anbauen. Palmsamen. Füge Wasser hinzu, um einen Palmenbaum zu erhalten. Passt auf eine große Anbaufläche. Die kann ich noch nicht bauen gerade. Aber jetzt können wir ein bisschen das Segel einschlagen. Und da kommt er wieder. Der Kredithai, der Fiese. Ich brauche jetzt einen Fisch. Sofort. Sofort was zu essen. Wir ziehen vorbei. Damn. Ziehen vorbei. Wir ziehen vorbei. Nicht geil. Vorsichtig. Aber ich habe keinen. Kein Haken. Ich habe keinen Haken, keinen Wurfhaken. Mir fehlt ein Seil.
Alter. Aber warte mal, wir können ja direkt auf die Insel zielen. Aber mein Boot, mein Floß geht nicht kaputt. Genau, wir stemmen uns einfach dagegen. Ist okay, ist okay. Ah, stopp, bleib da, bleib da. Mal schön gegenstrafen. Oh, jetzt genau jetzt habe ich Hunger. Dann isst den ollen rohen Fisch. Den riesigen rohen Fisch. Geht das überhaupt? Kann ich hier irgendwas abbauen? Mm-mm. Das zumindest nicht. Ja, rote Beeren. Hoffentlich sind die gut. Ach, guck mal an, wir können die Wand fast senkrecht nach oben. Gelbe Blume. Hebe ich mir alles auf. Na los. Ein absoluter Glücksfall. Mein Floß ist noch da. Ja, er steuert quasi direkt gegen die Wand. Ich glaube, die muss ich erst erforschen. Sie sind sehr rot und sehr giftig. Okay, alles klar. Weg damit. Kokosnuss gab es diesmal keine. Schade. Schade, schade, schade. Weiße Blume. Füge Wasser hinzu, um eine Blume zu erhalten. Passt auf eine kleine Anbaufläche. Kann zu Farbe verarbeitet werden. Kann zu Farbe verarbeitet werden. Ja, das ist alles sehr schön, aber ich muss noch überleben. Luxus und Farbe kommt später. Schwarze Blume. Hm. Die wird wahrscheinlich nicht allzu gesund sein. Und ich sollte meinen Floß im Auge behalten. Oh, hier war schon einer. Die haben eine Klippe gebaut. Ein Sprungturm. Wahrscheinlich ein Turmspringer. Oder das war die Selbstmordplattform von Tom Hanks aus Castaway. Können wir auch nicht abbauen. Schade. Was haben wir hier? Kann ich überhaupt irgendwas abbauen hier? Ey, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie awesome. Oh, yeah. Haben wir alles mitgenommen? Wir sind überfüllt, ne? Wir sind überfüllt. Schmeiß die euren Blumen weg. Weg mit dem... Schmeiß die Blumen hier weg. Ist das Floß noch da? Wo ist mein Floß? Das ist... da drüben, ne? Hallo? Es muss da sein. Da kümmern wir uns später drum. Wenn nicht, bauen wir uns ein neues. Oh Gott. Wir haben ja jetzt gerade mehr Utensilien, als wir jemals zuvor hatten. Zum Vanillastart. Oh, das ist ein Melon. Aber hier komme ich nie wieder hoch. Die ollen Blumen. Die braucht kein Mensch. Oh oh. Oh oh. Aber ich sammle sie trotzdem. Oh Gott, nein. Mein Floß ist weg. Jetzt habe ich ein tierisches Problem. Achso, ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Warum leuchtet denn alles? Was kann ich jetzt essen? Schwarze Beerensamen. Kann zur Farbe verarbeitet werden. Weg. Blaue Blume weg. Sehr giftig weg. 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 Schande. Wir haben ein tierisches Problem. Ich muss zu dem Melon. Oh Mann, ich will nicht sterben. Niemals. Ich hoffe ja immer noch, dass ich mich einfach hier nur täusche, dass ich auf der falschen Seite bin. Dass irgendwo hier noch mein Floß rumlungert. Ja, es ist... Oh, es ist noch da. Damn right, yeah. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Ansonsten haben wir auch davon nichts, dass unser Floß noch da ist. Schnell, die Melonen. Melonen sind verdammt gute Nahrungsmittel. Ich liebe Melonen. Wir sind zu tief für die Melonen, richtig? Wenn nicht, angeln wir kurz. Nur fürs Gröbste. Ananas, noch besser. Ananas sind die besseren Melonen, Leute. Merkt euch das.
Ja, da müssen wir eine Kiste, jetzt müssen wir uns eine Kiste bauen. Auf unserem Boot, damit wir erstmal den Kram rüberbringen können. Oh, ist das super. Passt das alles gut hier in meinen Kram gerade rein? Coconut! Ja, die Inseln sind echt wirklich essentiell. Da muss man wirklich, wirklich drauf aufpassen. Dass man da nicht zu viele von verpasst, gerade am Anfang. Ananassamen! Ja, die bauen wir alle an. Ich bin ein Freund des Anbauens. Ich freue mich gleich auf meine erste Runde Ark Extinction, die schon lange gelaufen ist auf meinem YouTube-Kanal, auf unseren YouTube-Kanal. Kokosnuss. Essen. Essen. Oh, wir sind... Sind wir einmal rum? Verstehe ich nicht. Egal. Egal. Ich finde es super, dass du dich hier verkantet hast. Wir brauchen ein Lager aber jetzt erstmal. Lagerräume. Die große Kiste könnten wir bauen. Uns fehlt noch ein Seil, aber das sollte kein Problem sein. Kiste. Große Kiste. Yay! Ich finde es auch schön, dass der Hai jetzt uns gerade mal in Ruhe lässt. Hat er einen Daumen nach oben gezeigt. Wie geil. Ah, nee, der hat was gefressen hier. Aber der hat noch ordentlich zu fressen. Zuerst mal alles ablegen, was wir gerade echt nicht brauchen. Aber später noch gebrauchen können. Denn im Hubschrauber war noch jede Menge Kram. Den Becher holen wir uns später wieder. Nicht die Melonen vergessen. Ich sollte vielleicht auch mal speichern. Ein geiles Spiel. Ist das Spiel hängen geblieben? Hat er gespeichert? Kann ich weitermachen einfach? Ich hoffe doch mal. Die kann man wirklich nicht abbauen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Nur auf Nummer sicher gehen. Das kann man auch nicht abbauen. Vielleicht hinhocken und abbauen? Nein. Aber hier sind da noch Bäume, ne? Das ist doch ein Baum. Ich erkenne doch einen Baum, wenn ich vor ihm stehe. Aber den Baum kann man auch nicht abbauen. Ne, nicht wirklich. Nicht wirklich. Plattform auch nicht. Mm-mm. Melonen sind weiter rechts. Aber hier ist jede Menge Kram drin. Oh, ein Pilotenhelm. Kann ich den anziehen? An old but fancy pilot helm. Cool. Kann keiner sehen, weil ich alleine spiele. Oh nein, der Kram ist weg. Unser Loot ist weg. Der löst sich dann auf nach einer Weile. Er despawnt. Hm, okay. Pustekuchen. Aber wir haben zumindest jetzt eine Kiste gebaut. Sehen wir es positiv? Wer weiß, wann wir die sonst hätten gebaut. Oh, die Möwe. Kann man die schlachten? Oder zähmen? Wie bei Ark? Finden wir alles später raus. Melone will ich jetzt erstmal. Stopp! Ah, Mist. Mist! Mist, 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 Mist. Melone, wo seid ihr denn? Und da kommt sie wieder. Minecraft-Musik, da sind die Melonen. Gleich mal reinhauen. Kann man öfters reinbeißen. Finde ich cool. Können wir jetzt auch selber anbauen. Jetzt schön vorsichtig. Was ist mit den... Sieht aus wie Weißkohl. Hm, kann ich leider nichts mitnehmen. Dem Hammer vielleicht? Nee. Vielleicht später. Wird noch reingepatcht. Was für ein schöner Tag. Der Tag, an dem ich die Insel entdeckte. Schöne Sache. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Die Samen brauchen wir jetzt noch nicht. Die Rezepte auch nicht. Aber den Kram brauche ich ja zum Herstellen.
Oh, ein Eisenbarren. Ein Metallbarren. Cool. Sehr schön. Wir machen weiter, okay? Wir können ablegen. Erstmal ein Stückchen weg von der Insel. Können wir uns ein zweites Netz bauen? Können wir? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber eines Tages werden wir das können. Erstmal gucken, wohin uns die Strömung treibt. Kann man das anhand der Wellen vielleicht sehen? Da lang geht's also. Okay. Volldampf voraus. Volldampf voraus. Kommt ja auch gerade nichts. Doch da, Planken. Mal schnell angeln erstmal. Essen ist wichtiger. Wichtiger. Als alles andere, ne? Gut, außer trinken natürlich. Oh nein, jetzt haben wir... Damn, jetzt haben wir das Netz nicht... Nein! Hat der Hai mein... Du olle Pflaume, du komm her! Komm her, Mann! Direkt ins Auge, Junge. Irgendwann bist du dran. Ey, der hat mein Netz abgefressen, weil wir nicht da waren. Das ist die nächste Insel, da müssen wir auch hin. Ganz wichtig, die Inseln sind das Allerwichtigste. Und angeln. Oh nein, meine Angel ist auch hinüber. Wir brauchen einfach besseren Kram brauchen wir. Gibt ja so gut wie von allem gibt es ja eine zweite Stufe. Und ja, da müssen wir hin. So, was haben wir hier? Bolzen. Oh, die Bolzen können wir aus dem Metallbarren das nächste Mal herstellen. Sehr wichtig. Das Scharnier auch. Fortschrittlicher Grill kann mehrere Portionen Nahrung auf einmal kochen. Verwendet Bretter als Brennstoff. Also Planken hoffe ich doch mal. Stationärer Anker. Lässt sich dein Floß ankern. Ich hoffe mehrmals. Seetang. Sage ich doch. Irgendwas aus dem Meer müssen wir doch verarbeiten können. Zielleine! Zielleine. Mensch, unser schönes Netz. Unser schönes Netz. Da kommen wir sowieso nicht rauf. Sehr schade. Da fehlt uns ein Treppchen. Aber das werden wir irgendwann haben. Irgendwann werden wir das schon haben. Genauso wie wir hoffentlich, eine stationäre Angel haben werden. Und eine Maschinenpistole vielleicht für den Hai. Das wäre auch nicht schlecht. Lustigerweise, manche Sachen kann man, auch die gebaut sind, nochmal zum Forschen benutzen. Wie zum Beispiel die Flasche, die musste ich auch erst erforschen. Top verarbeitet Basisnahrung zur erstaunlichen Mahlzeit. Das ist ja alles schön und gut, aber es hilft mir herzlich wenig und wir müssen weiter. Da kommen wir sowieso nicht rüber und selbst wenn wir rüberkommen würden, kommen wir da nicht rauf. Also, hau das Segel ein. Wir lassen uns treiben. Wir lassen uns dahin treiben, wo unser Schicksal uns eben hintreibt. Na, ablegen. Wunderbar. Noch eine Planke dazu. Ihr auch. Den Fisch brauchen wir auf jeden Fall. Als nächstes eine Angel.
Seile brauchen wir, okay. Okay, das dauert mir ein bisschen zu lange. Hier fließen in die Richtung, ne? Wir treiben in diese Richtung. Wir flowen. Wir strömen. Na komm. Jetzt. Und wieder Vollspeed. Der Olai. Geh weg. Boah, Blätter, Leute. Blätter. Blätter und ich will Netze herstellen. Wir waren so gut drauf. Wir waren so gut dabei. Da kaut er uns unser Netz weg, als wir auf der Insel unterwegs waren.